In diesem Video schauen wir uns Wenn-Formeln in Excel an. Beim ECDL-Modul Tabellenkalkulation werdet ihr auch bei der Excel-Prüfung eben diese Wenn-Formeln brauchen. Bitte unten findet ihr wieder verlinkt in der Beschreibung dieses Übungsdokument, am besten gleich herunterladen, speichern und mitmachen. Wenn ihr das Dokument öffnet, habt ihr immer wieder oben diesen gelben Balken, Bearbeitung aktivieren, und dann könnt ihr auch mit diesem Dokument arbeiten. So, ich mache das Ganze wieder ein bisschen größer, dass wir es besser sehen, und dann schauen wir uns das Ganze gemeinsam an. Im Prinzip müsst ihr euch das so vorstellen, bis jetzt war unser Leben in Excel noch recht einfach. Es hat eine Formel gegeben und ein Ergebnis ist rausgekommen. Was jetzt bei der Wenn-Formel ist, ist, dass wir ganz einfach sagen, schau in dieser Zelle nach, ob etwas Bestimmtes eingetroffen ist. Wenn ja, gib dieses Ergebnis aus, und wenn nein, gibt das andere Ergebnis aus. Ja? Das heißt, hier haben wir im Prinzip bei Autosumme, Summe, Mittelwert, Anzahl, Max und Min gehabt, und ganz unten gibt es weitere Funktionen, genauso auch wie am Beginn von der Bearbeitungszeile hier diese Funktion Einfügen Funktion. Auch dort findet ihr die Wenn-Formel und die kann man geführt durchmachen. Ich mag es aber bei meinen Kursteilnehmern immer sehr, sehr gerne, dass man richtig versteht, wie diese Wenn-Formel funktioniert und dass man die einfach selbst aufbauen kann und selbst eingeben kann. Das heißt, um eine Wenn-Formel zu starten, geht man in die Zelle, wo das Ergebnis stehen soll, und tippt plus Wenn Klammer auf. Kann auch ist gleich Wenn Klammer auf sein, das ist egal, aber plus Wenn Klammer auf. Das ist immer der Beginn von einer Wenn-Formel. Dann kommt sofort eine Legende hier unten, die uns aufzeigt, in welche Teile eine Wenn-Formel unterteilt ist und wie man zum nächsten Abschnitt kommt und wo man gerade ist. Ja? In dem Fall habt ihr jetzt hier Wahrheitstest, Wert, wenn wahr, Wert, wenn falsch. In älteren Office-Versionen steht das dann anders dort. Da habt ihr wenn, Klammer auf, wenn, Strichpunkt, dann, Strichpunkt, sonst. Ja? Ist aber im Prinzip genau das Gleiche. Das heißt, der Wahrheitstest ist, was soll Excel überprüfen? Dann der nächste Punkt ist, was soll ausgegeben werden, wenn das wahr ist, und was soll ausgegeben werden, wenn das falsch ist. Ja? Das heißt, der erste Teil der Formel ist der Wahrheitstest. Wenn, was soll überhaupt überprüft werden? Beispiele hierfür sind zum Beispiel plus wenn, Klammer auf, A1 ist 10. Er soll nachschauen, ob in der Zelle A1 die Zahl 10 steht. Oder er soll nachschauen, ob der Wert in der Zelle A1 größer als 0 ist. Er soll nachschauen, ob der Wert in der Zelle A1 kleiner als 5 ist. Oder er soll nachschauen, ob in der Zelle A1 ein Wert steht, der größer gleich 6 ist. Also mindestens 6. Also, schauen wir weiter. Zum nächsten Abschnitt wechseln wir immer mit einem Semikolon, also mit einem Strichpunkt. Was soll ausgegeben werden, wenn der Wahrheitstest positiv ausfällt? Das ist dieses frühere dann gewesen. Also wenn Punkt, Punkt, Punkt ist positiv, dann ist zum Beispiel super oder kann stattfinden oder wie auch immer. Und wieder mit einem Semikolon, mit einem Strichpunkt wechseln wir zum Wert, was soll ausgegeben werden, wenn der Wahrheitstest negativ ausfällt. Also unser Sonstwert. Um eine Zahl auszugeben, das sind jetzt noch die letzten zwei Learnings, die wichtig sind. Um eine Zahl auszugeben oder auszulesen, braucht man nichts weiter. Man muss nichts hinzuschreiben. Wir haben hier überall ist 10, kleiner 0, größer 5 und so weiter. Wenn man aber einen Text ausgeben oder auslesen will, dann muss man diesen Text in Anführungszeichen schreiben. Das heißt, wenn ich fragen will, ob in der Zelle A1 der Text ja steht, wäre es plus, wenn, Klammer auf, A1 für A1 ist gleich der Text ja, ist Anführungszeichen oben, ja, Anführungszeichen oben. Mit Strichpunkt kommt man dann zum Wert, wenn, wahr. Ja? Also, wenn wir einen Text auslesen oder ausgeben wollen, müssten wir diesen Text in Anführungszeichen schreiben. Wenn wir eine Zahl überprüfen oder ausgeben wollen, brauchen wir keine Anführungszeichen. Wir haben hier auch schon unser erstes Wenn-Beispiel.
nämlich wir haben Umsatz geplant und den tatsächlichen Umsatz im Jahr 2012, 13, 14, 15. Und wir haben hier unten, geben Sie in der Zelle C57, also hier folgende Formel ein. Plus wenn, Klammer auf, D51 ist größer als C51, Strichpunkt ja, also Strichpunkt Anführungszeichen oben, ja, Anführungszeichen oben, Strichpunkt Anführungszeichen oben, nein, Anführungszeichen oben, nein. Das heißt, wir sollen hier bitte ausrechnen, wurde 2012 das Ziel erreicht? Ja, 2012 hatten wir den Umsatz geplant und der wurde gemacht. Wir schauen uns das gemeinsam an. Plus, wenn, Klammer auf, haben wir gesagt, beginnt unsere Wenn-Formel. Wir können überprüfen, ob das Ziel erreicht ist, indem wir sagen, ist eben D51, ist der Umsatz in dieser Zelle größer als der Umsatz in dieser Zelle. Ja? So, dann Strichpunkt. Also, unsere Formel ist, schau nach, ob der Umsatz in C1 größer war als unser geplanter Umsatz. Strichpunkt. Wenn das so war, dann sollen wir hier sagen, was soll er dann ausgeben? Mit Anführungszeichen oben, ja, Anführungszeichen oben, sagen wir ihm, er soll den Text ja ausgeben. Ja, das Ziel wurde erreicht. Wieder mit einem Strichpunkt kommen wir zum falschen Wert, zum Sonstwert. Wieder Anführungszeichen oben, nein, Anführungszeichen oben und Klammer zu. Wenn der Umsatz nicht größer war als der geplante Umsatz, dann soll er nein ausgeben. Wenn wir auf Enter drücken, sehen wir, das Ergebnis ist ja. So, dann haben wir hier der nächste Punkt. Geben Sie in die Zelle C65 folgende Wenn-Formel ein. Plus wenn D52 ist größer als C52, dann ja, sonst nein. Das heißt, die gleiche Formel noch einmal zum Wiederholen, plus wenn, Klammer auf, aber diesmal eben für das Jahr 2013. D52 größer C52, Strichpunkt, Anführungszeichen oben, ja, Anführungszeichen oben. Strichpunkt, Anführungszeichen oben, nein, Anführungszeichen oben, Klammer zu. Also auch hier, schau nach, ob der erreichte Umsatz größer ist als der geplante Umsatz. Strichpunkt, wenn ja, dann soll er den Text ja ausgeben. Wenn nein, dann soll er den Text nein ausgeben. Und wir sehen hier, es kommt nein heraus. Die Formel ist ja, nicht so einfach, das stimmt, aber wir haben hier ganz einfach auch regelmäßig eine Überprüfung. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, wir haben den Umsatz korrigiert und es sind jetzt 53.000, dann ändert sich auch unten automatisch das Ergebnis von unserer Formel. Ja? So, geben Sie in die Zelle D72 folgende Formel ein. Wenn in C65 der Text Ja steht, dann soll er Ja ausgeben, sonst Nein. Das heißt, hier oben haben wir jetzt abgefragt, wurde das Ziel erreicht? Und zwar oben aufgrund von diesen Zahlen. Hier machen wir jetzt nichts anderes, als wir sagen, er soll nachschauen, ob da oben das Ziel erreicht worden ist. Ja? Und zwar in dem Fall nicht, dass wir die Zahlen auslesen, sondern den Text von der Zelle C65. Also, plus zum Formel starten, wenn, Klammer auf. Was soll er nachschauen? Er soll nachschauen, ob in der Zelle C52 der Text Ja drinsteht. Strichpunkt. So, ein Text, da gibt es nie ein größer, kleiner, was auch immer. Ein Text ist immer ist gleich. Also, plus, wenn, Klammer auf, C65 ist gleich, Anführungszeichen oben, ja, Anführungszeichen oben. So überprüfe ich, schaue nach, ob in der Zelle C65 der Text Ja steht. Wurde das Ziel erreicht für 2013? Wenn in der Zelle Ja steht, dann Ja. Strichpunkt. Wenn in dieser Zelle Nein steht, dann Nein. Und mit Enter bestätigen. Also Nein, es wurde nicht erreicht. Ja. Geben Sie in die Zelle C79 folgende Formel ein. Wenn, so und da machen wir es jetzt aber kleiner.
Es ist nicht ganz ideal gestaltet auf dem Dokument, dass das so viel auf einmal ist. Nämlich geben Sie in die Zelle C79 folgende Wenn-Formel ein. Plus wenn, Klammer auf, D54 ist größer als C54, dann gibt es eine Prämie. Das heißt, wenn D54 größer ist als C54, dann 1000, sonst 0. Klammer zu und Enter. Ja, war nicht größer, darum gibt es keine Prämie. Ich zeige das hier noch einmal her, weil das ganz einfach hier schöner zu machen ist. Wir sagen zum Beispiel, jeder, der den Umsatz, den geplanten, erreicht hat, bekommt eine Prämie von 1000 und jeder, der ihn nicht erreicht hat, kriegt 0. Dann sagen wir plus, wenn, Klammer auf, wenn der Umsatz, der erreicht worden ist, größer ist als der geplante Umsatz, dann, Strichpunkt, bekommen Sie 1000. 1000 ist eine Zahl, also einfach nur die 1000 hineinschreiben. Sonst, also wieder Strichpunkt, bekommen Sie 0. Wenn ich das zumache mit der Klammer, hier wurde der Umsatz erreicht, man bekommt 1000 Euro Bonus. Und wenn ich diese Formel runterkopiere, sehe ich, diese 2 Jahre haben wir den Umsatz leider den geplanten nicht erreicht. Darum gibt es auch keine Prämie. Also auch so kann man eine Wenn-Formel verwenden. Oder wir haben in einer anderen Übung gehabt eine Artikelliste. Da gab es einen Bestand und einen Mindestbestand. Und wir könnten dort sagen, immer wenn der Mindestbestand kleiner ist als der Bestand, dann müssen wir nachbestellen. Ja? Das heißt, wir wissen zum Beispiel, wir brauchen immer einen Mindestbestand von Papier, dass uns nicht im Verkaufsraum das Papier ausgeht. Dann wissen wir, wenn nur mehr, ich weiß nicht, 30 Karton Papier da sind, müssen wir wieder Papier bestellen. Und die Excel-Arbeitsmappe sagt uns ganz einfach, immer wenn der Bestand kleiner ist als der Mindestbestand, den wir definiert haben, soll er reinschreiben, nachbestellen. Ja? Also das sind typische Beispiele, wo man eine Wenn-Formel verwenden kann. So, schauen wir uns noch da unten die letzte Aufgabenstellung an. Nämlich geht es da jetzt um diese Prämie, die wir oben gerade gerechnet haben. Wir sollen Folgendes ausrechnen. Wenn die Zahl in D51 größer ist als in C51, dann gibt es 3% Prämie vom Umsatz, sonst 0. Und die Zelle soll man runterkopieren. Das heißt, im Prinzip genau das gleiche, wie wir hier gemacht haben, nur mit einem Tick komplizierter. Schauen wir uns das Ganze an. Aufgabenstellung ist plus, wenn, Klammer auf, wenn der Umsatz größer war als der geplante Umsatz, dann gibt es 3% vom Umsatz, den man erreicht hat, als Prämie. Also Umsatz mal 3%, sonst 0. Ja? Das heißt, hier sage ich, wenn das größer ist, dann gibt es vom Umsatz 3% und sonst gibt es 0. Wenn ich auf Enter drücke, habe ich das entsprechend rausgerechnet und wenn ich das runterziehe, berechnet er quasi hier jeweils individuell unsere Prämie aus. Ich hoffe, diese Wenn-Formel ist mit dem Dokument ein bisschen verständlicher. Ich werde aber schauen, dass ich noch vielleicht ein paar Beispiele unterbringe, beziehungsweise schaut bitte auf computerkurs.com bei den Gesamtbeispielen bei Excel noch einmal hinein. Dort habt ihr auch bei jedem Gesamtbeispiel eine Wenn-Formel mit untergebracht, die es zu üben gibt. Viel Spaß, danke fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat und du weitere kostenlose Videos sehen willst, lass mir ein Like hier und abonniere bitte den Kanal. Bis zum nächsten Video.